So. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Little Friends, Dogs and Cats auf der Switch. Einen wunderschönen guten Tag euch. Wir spielen. Ah. Nein! Das da. So. Hey Katie und Jenny. Ein bisschen nach drüben rutschen. So. Hi, Mickey. So. Das haben wir schon gemacht. Die habe ich nämlich schon in der Hand. Hi, Salz. Hi, Shadowfellow. So. Oh nein, den Testhund, den haben sie doch gespeichert. Oh nein, wir hatten nämlich testweise mal schon einen Hund gemacht. Moment. Ich guck mal gerade, ob man das wieder löschen kann. Moment, wartet mal kurz. So. Das hier hätte ich mich gerne weggemacht. Moment. Da hat man einmal eine Testsache erstellt und dann ist es direkt so. Okay. Speicherdaten, wo war das denn nochmal? Ne, das geht nicht auf dem Handy. Moment. Wieso kann man das nicht? Moment, verdecke ich da gerade das Löschen? Ich würde gerne meine Speicherdaten irgendwie löschen. Das ist auch total wie Nintendogs von der Art gemacht, ja. Jetzt habe ich nur nämlich einen Testhund erstellt und jetzt kann ich den nicht löschen, oder wie? Das ist aber blöd. Wollen wir das hier archivieren? Hä, dann brauchen wir mehr Speicher? Ja, das ist halt komplett wie Nintendogs von der Art her gemacht. Moment, wir gucken mal. Ich hatte nämlich testweise, hatte ich einen Shiba erstellt. Man muss das übrigens mit den Nunchucks spielen. Also ihr spielt das nicht mit dem Joypad. Hey, Tobi. So. Dann machen wir einfach mal meinem Hund weiter. So. Na, das ist nämlich der Hund, den ich erstellt hatte. Das ist Ina. Ein kleiner Shiba. So, wir können die jetzt erstmal ein bisschen pflegen. So. Wir nehmen sie ein bisschen streicheln. So,
So ein kleiner Shiba. Ja. Ihr könnt ja auch nochmal bürsten, Moment. Das ist jetzt die Bürste. Meine kleine Pfotenbürste, damit sie mal wieder ein bisschen sauberer wird. Die ist nämlich ein bisschen dreckig. Ein bisschen drehen. Boah, du bist ja voll dreckig, ey. Was hast du denn gemacht? So. Okay, wir müssen mal gucken. Können wir die nicht ein bisschen sauber machen? Was ist das hier? Tränken. Für durstige Haustiere Toilettenreinigung. Ach, okay. Toilette ist sauber. Ina freut sich. Wir können ja mal mit Ina ein bisschen rausgehen. Okay, wir haben einen neuen Stempel bekommen, weil wir sie sauber gemacht haben. Okay, Jojo. Das ist Nintendox in neu, quasi. Was sollen wir machen? Wir gehen auf den Haus... Ne, auf den Hausplatz. Kommen wir erst mit Level 15. Gehen wir Gassi mal. So. Hey, ich wollte mit dir rausgehen. Du kannst dein Zuhause nicht verlassen, solange irgendwelche Haustiere noch hungrig sind. Ach, sie hat Hunger. Ja, sag das doch. Okay. Was möchtest du... Was willst du denn essen? Man kann übrigens auch Katzen... kriegst du Hühnchenfutter. Hier, bitteschön. Ja, bitteschön, iss doch. So, Ina. Okay, Ina ist satt jetzt, alles klar. Neue Produkte sind im Modeladen verfügbar. Dann gucken wir nochmal, was wir für Ina kaufen können. Wir sollten ihr eine Mütze kaufen. Oh Gott. Nein, keine Weihnachtsmütze. Irgendwie sieht diese Schleife komisch aus. Oh mein Gott, da hat jemand auf Twitch abonniert, glaube ich. Deswegen drehen gerade meine Emotes durch. Eine Mütze? Nein. Keine Mütze. Moment, hier auch noch andere Kopfbedeckungen. Was war denn da oben noch? Eine Krone? Zieh bitte das Tütü aus, Moment. Wo ist das denn eigentlich nochmal gewesen? Sweatshirt? Was ist das denn? Oh mein Gott, nein! So, Moment, wie kann ich meinen Hund pflegen, tränken, anziehen? Das ist für mich auch noch alles neu. Hi, Lisa. Besser so? Jetzt ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder so. Wir können auch dann nicht nochmal ein anderes Haustier dann holen. Aber erstmal müssen wir mit ihm hier rausgehen. Mit ihr. Rausgehen und zwar Gassi gehen. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal Gassi. Kannst mehrere Tiere auf einmal haben, ja.
Es gibt auch Katzen dann noch. Ich muss doch gleich mal gucken, ob ich neue kaufen kann. So. Einmal Gassi gehen. Was ist denn X? X ist Slow-Mo. Oh, du siehst aber voll dreckig aus, oder? Nein, das passt schon so. Los geht's. Uiuiui. Was hast du gefunden, Ina? Ina hat einen Schatz gefunden. Oh mein Gott. Ina, geh mal nach da drüben, Ina. Oh nein, da war noch was. Oh Gott, ich hab's verpasst. Ina, bei den Luftballons ist noch was. Ja, das Spiel ist neu rausgekommen, ja. Noch einen Schatz gefunden. Fehlverhalten. Wie Fehlverhalten? Was? Das macht mein Hund auch immer so. Ja, komm. Wir gehen jetzt ganz entspannt Gassi. Was ist das denn? Hä? Das hier ist der... Oh, der Kackplatz. Nee, der Pinkelplatz. So. Geh nach drüben. Nein, 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 geh... Oh, 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 oh. So. Noch ein Pinkelplatz. Ich wusste gar nicht, dass das in der Pinkelplatz ist. Ist da. Ich dachte, das ist doch der Kackplatz. Das hier ist auf jeden Fall immer Buddelplätze, wo dann... Nein, 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 nein! Oh, Ina, warum bist du da nicht hingegangen? Naja, okay. Machen wir weiter. Ich bin ein bisschen entspannt, Gassi. Oh, Ina hat keine Energie mehr. Ina ist kaputt. Ich glaube, wir können beenden. Ja, wir gehen nach Hause. Hey, Lucy. Ein neues Design wurde hinzugefügt. Ich muss mal gerade gucken. Können wir noch ein weiteres? Wir können auf jeden Fall noch andere Tiere nämlich holen. Oh, Spielzeugladen. Bälle und Knochen. Was sollen wir holen? Ein Quietscheknochen? Oder ein Ball? Duftspielzeug oder Klangspielzeug? Sollen wir einen Soundknochen? Duftspielzeug, Klangspielzeug, ein Quietscheknochen. Okay. Und wir kaufen noch einen Duftball. So. Katzenstäbe. Nein, das ist ja keine Katze. Oh, eine Frisbee. Short M, L, Mittel. Okay, Spielzeug ist gekauft. Wohnungsgestaltung, Hausdesign. Wir können unser Haus an... Tapete. Oh, was ist denn los, Honey? Honey will auch mitspielen. Nein. Oh mein Gott, das ist voll süß. Das hier ist voll schön. Ah, ist viel zu teuer, ups. Hier, Spielzeug werfen. Ja, und... Schnapp den Ball. Da. Gib ihn mir wieder. Ich wollte auch mal ein anderes Spielzeug. Wie kann ich das Spielzeug wechseln? Ah. Quietscheknochen. Hä? Nimm ihn.
Los, hol ihn. Fein. Und... Ha! Sehr gut. Fein. Okay. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir ein anderes Tier holen konnten. Katzenstabspiel. Nein, es ist aber keine Katze. Okay, wir müssen Ina mal Wasser geben. Ah, fein. Yay. Wo können wir ein anderes Tier kaufen? Tierfutterladen, Spielzeugladen, Möbelladen. So. So, okay, wir müssen. Oh, wir haben noch die Frisbee noch. Hey, Leonie. Ja, Mareike, muss ja sein. Hallo? Okay, wo ist denn die Frisbee? Das ist das Duftteil. What? Wenn das Nightwing hätte, das Spiel eine bessere. Findest du es so schlecht, die Grafik, wie sie jetzt aktuell ist? Moment, ich guck mal gerade. Ich bin noch nicht so ganz durch die ganzen Sachen. Muss denn meine Frisbee oder muss ich dafür rausgehen? Ich glaube, für die Frisbee müssen wir rausgehen, glaube ich. Ja, hier, Frisbee werfen. Ja, für Frisbee muss ich raus, stimmt. Okay. Ja. Yeah. Wow. Brav. Ganz fein. Okay. Oh, die ist voll gut. Die ist voll gut. Hier. Oh, du schaffst es. Oh nein. Du hast dir Mühe gegeben. Ja, komm. Du hast dich bemüht. Komm, das schaffst du. Ah. Ina. Na komm. Komm jetzt aber. Ah. Du gibst dir gar keine Mühe, kleiner Hund. Okay, jetzt aber, komm. Jetzt schaffst du es. Nintendox in 4K wäre geil. Na komm. Und. Yes. Das war voll gut. Ina ist schon Freundes Level 8 jetzt. Dafür haben wir einen Stempel gekriegt. Okay. Lebe zum ersten Mal mit einem Haustier zusammen. Moment, verdecke ich eigentlich irgendwas? Ja, die Münzen. Das Spiel ist nicht kostenlos, nein. Hey, Janelle. Hey, Tina. Okay. Wir müssen das Freundeslevel von Ina noch um einen Punkt steigern. Das heißt, wir müssen noch einmal irgendwas mit ihr machen. Ich weiß nicht, ob das beim Streicheln auch reicht. Moment, ich guck mal.
Ich liebe Shiba Inus, also das ist mein absolutes Favorite-Tier. Ja. Nein, nein, ich will dich ja streicheln. Oh mein Gott, meine... Ich hab gerade meine Teile falsch gehalten. Ja, kann mir die Backen langziehen. Eiche war. Sitz. Wow, ganz brav. Das ist ein Shiba Inu Baby, Welpe. Hast du einen ultimativen Tipp gegen Hitze, Svenja? Sei ein Fisch im Wasser. Oder zieh in den Kühlschrank. Ja. Was ist da unten der Stern? Für was steht denn der Stern? Ist sie dreckig? Ich glaube, wir müssen sie bürsten. Ich glaube einfach, weil sie dreckig ist. Ich glaube, das heißt, dass sie dreckig ist. Wo ist denn Y hier? Sind das Grasflecken? Können wir nicht auch Hundeshampoo kaufen? Weil irgendwie finde ich, dass die Grasflecken nicht rausgehen mit der Bürste. Ich glaube, wir kriegen Probleme mit den Grasflecken aus dem Fell. Ja. Ich glaube, Ina, wir müssen dich irgendwie waschen. Nicht groß genug. Ah, sie wird sauberer, seht ihr es? Einfach einmal schnell rumrotieren und bürsten. Jetzt ist sie gleich sauber. Sie ist sauber! Sehr schön, wir haben sie sauber gekriegt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Zeit mit ihr verbringen. Ein neuer Stempel. Wir haben... Okay, zum ersten Mal ein Kunststück gemacht. Was können wir noch machen? Wir können zum Haustier platzieren. Aber erst auf Stufe 15. Ab Level 10. Wir müssen erstmal das Freundeslevel erhöhen. Machen wir das draußen beim Gassi gehen? Man hat... zur Auswahl. Boah, ich weiß gar nicht, was das alles war. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich keinen zweiten Hund gerade wählen kann. Okay. Ich hoffe, dass hier das Freundeslevel dadurch nach oben geht. Ja, Level hoch. Nice. Also mit dem Gassi gehen erhöhen wir anscheinend unser Freundeslevel ganz gut. Es gibt auch Katzen-Ronja, ja. Aber ich kann irgendwie die Daten nicht neu machen. Man kann das nicht live mit Freunden machen, nee. Ich wüsste zu gerne, warum ich keine Katze gerade machen kann, neu. So, dann in Ballons findet man auf jeden Fall immer Geld. Das war aber wenig. Und da gibt es immer Erfahrungspunkte auf den Punkten.
Achso, wir müssen auch auf jeden Fall Markierungen machen. Oh, jetzt hat aber Ina keine Lust mehr. Okay. Da drüben steht, was wir alles machen müssen. Das heißt, wir müssen nochmal pinkeln. Moment, pinkeln, pinkeln, pinkeln. Hier. Hey, Jana. Ah, genau, da drüben. Ina, 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 Ina. Ja, sehr gut. So. Hey, Manuela. Da nochmal pinkeln. Pinkeln, pinkeln. Da drüben, pinkeln. Nein, du bist vorbeigelaufen. Da drüben ist ein Pinkelplatz. Nein, 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 nein. Ina, ach Mann, oh. Du wirst ein bisschen, ich muss die Leine irgendwie kürzer machen. Mir geht's gut, Aiden. Ja, Nintendogs hatte ich früher auch, halt. Das hier ist halt Nintendogs und Nintendcats. Hey, Daniel. Oh nein, Fehlverhalten? Warum? Jetzt aber pinkeln, so. Das sieht man auf der Switch. Ich habe eine Switch. Level hoch! Switch! Okay, wir haben es gleich. Da sind jetzt Glorious 200 Meter gelaufen. Es kam mir so lang vor, Ina. Yay! Okay, jetzt sind wir Level 9. Ich denke mal, man kann auch irgendwo noch ein... Ich hoffe, dass wir irgendwo... Moment, was ist da? Was ist hinter meiner Cam? Achso. Kann man ein Bild machen? Ich weiß auch gar nicht, wo kann man denn ein anderes Haustier holen? Das muss doch irgendwo gehen. Vielleicht kommt das erst noch. Es kann auch sein, dass es eine Special Edition gab, mit Hunde und Katzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, was sollen wir nehmen? Sollen wir das runde Körbchen nehmen oder das eckige? Also ich habe hier so ein eckiges. Was meint ihr? Rund oder eckig? Okay, Mareike, hau rein. Das Eckige, okay. Möbelplatzierung. Das Eckige. Okay, wo würde ich das hinstellen? Also was meint ihr? Ich würde sagen auf die 1, oder? Dahin. Daniel, das einzige Rund. Ich würde sagen dahin, oder? Eins? Ja, ich bin auch für 1. Ah. Da hinten ist das Körbchen. Ach, den Server kann schon noch ein bisschen dauern. Okay. Jetzt gucken wir gleich mal. Ich mag die Musik, die ist voll entspannt. Ich guck gleich mal. Ich würde auch ganz gerne ein anderes Haustier mir holen jetzt. Aber wir können jetzt auf jeden Fall... Oh, wir können den Anfängerwettkampf machen mit Frisbee spielen. Hey, Fergie. Oh Gott. Jetzt muss ich Ina beweisen. Hey, Anne. Hey, Blaustern.
Okay, wir haben Ina trainiert. Okay. Komm, Ina. Ina, zeig, was du kannst. Ach, Ina. Warum? Ina. Du hast dir gar keine Mühe gegeben, Ina. Ina, komm. Komm, Ina. Hol dir Punkte, Ina. Ah. Nein. Okay. Los. Du schaffst es. Ah. Ina, das kann auch gar keine Punkte. Komm, du schaffst es. Schnell, Ina. Oh, das bringt mega Punkte, Ina, wenn du das schnappst. Yes, wir holen auf. Platz 2, Ina. Dankeschön, Blaustern. Schnell, wir müssen die anderen kleinen Hunde nass machen, Ina. Oh nein, der hat uns gerammt. Ina. Bell ihn an. Hier. Yes. Oh, die Emma ist voll gut, ey. Ina, wir müssen uns aufbemühen hier. Komm schnell, Ina. Yes, 10 Punkte, Ina. Jetzt legen wir los, ey. Es gibt einiges an Rassen. Ich weiß, ich muss selber nochmal gucken, was es gab. Ich hoffe, ich kann nochmal in den Shop reingehen. Sehr gut, Ina. Oh nein! Verdammt, Ina, wir müssen uns beeilen. Okay, Ina, zeig, was du kannst. Mach mal den Mega-Wurf. 10 Punkte, Ina. Ina, ich kann nicht werfen. Yes. Wir kriegen das hin. Ja. Ina wird immer besser. Jetzt voll drauf. Was ist das denn? Oh, das ist am Ende wissen wir nicht mal, wie viele Punkte die anderen haben. Okay, Ina, wir haben noch einen Wurf. Sehr gut, Ina. Letzter Wurf, Ina. Wenn du dich beeilst, komm, ich kann noch einen Wurf machen, Ina. Schnell. Letzter Wurf, und jetzt komm. Das haben wir gewonnen. Yay, tapferer kleiner Schieber. Yay! Ein neues Kunststück schütteln. Oh, ich will erst Kunststück wissen. Moment. Ina, zeig uns, was Schütteln ist. Oh, Ina, du bist aber voll dreckig wieder. Sitz. Pfötchen geben. Dankeschön. Pfötchen geben. Hast du toll gemacht. Du bist aber dreckig, Ina. So. Wir müssen mal schauen. Oh, sie ist in ihr Körbchen gegangen. Ich glaube, sie ist müde. Da hinten sitzt sie. Ja, sie ist voll müde. Ah! Ah! Es ist ja mega süß. Das hat sie noch nie gemacht.
Hey, Spacey. Das ist voll süß. Wir könnten jetzt einen Amateurwettkampf machen. Wir müssen halt Level 15 sein für den Haustierplatz, da... Ich glaube, dann können wir, da können wir die anderen Haustiere machen. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir jetzt Level 15 wären, damit wir auf den Haustierplatz können. Das heißt, Gassi gehen. Gassi gehen, bis wir Level 15 sind. Es ist nicht bekannt, wann man in den SSO wieder rein kann, also keine Panik. Keiner kann momentan rein. Aber ich sehe mein Level hinter meiner Nähe. Ich glaube, Gassi gehen ist so das Beste für Steigerung vom Freundeslevel her. Wisst ihr, ganz oft, wenn man an irgendeinem Problem arbeitet, weiß man fast nie den Grund. Nicht den Grund, ich meine den Grund, was man schon die Zeit, wie lange es dauern wird. Es kann auch ein Tag sein, genau. Also wenn sie das Problem nicht beheben können, auf die Stelle, dann kann es auch sein, dass es erst morgen wieder online geht. Ist dasselbe. Kann immer sein, weiß man nie. Ob die Uhren auch größer werden können? Ich glaube nicht. Level hoch. Okay, wir müssen schauen, dass wir 15 werden. Und dann können wir auf den Haustierplatz. Aber beim Gassi gehen können wir echt, leveln wir wirklich schnell. Mal kurz was trinken. Ist echt warm. Oh nein, Ina, geh nach drüben. Ich stell mal vor, ihr werdet wirklich so viel Geld beim Gassi gehen finden. Voll cool, da würde ich andauernd Gassi gehen, ey. Ich muss Geld verdienen, Geld, ich muss Gassi gehen. Alicia spiele ich nicht, nein. Aber heute muss aber auch Ina echt oft aufs Klo. Die muss ja 5-mal hier. Jetzt müssten wir, glaube ich, 13 sein oder 12 erst. Ich weiß gar nicht. Ja, aber ist schon echt putzig. Ist halt wirklich wie, als hättet ihr noch so euer Nintendox auf der Switch. Level hoch! Es ist immer ein Herz, wenn das so ploppt. Da levelt man ja richtig schnell. Nee, Goshi SSO hat gesagt, sie müssten die Server down nehmen, weil sie technische Probleme haben gerade und die arbeiten aber dran. Hey, Cheesy. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch laufen müssen. Aber ich glaube, dass wir jetzt aktuell 13 oder 14 sind. Spaziergang beenden. Mal schauen, wir müssen aber 15 sein für den Haustierplatz. Ich guck mal gerade. 13, okay, wir müssen noch 2 Level-Ups gehen. Dann müssen wir noch einmal Gassi gehen. Damit wir Level 15 werden. Ne, es gibt auch Katzen. Es gibt Hunde und Katzen bei dem. Wir müssen noch 2 Level hoch, dann haben wir es geschafft. Oh, wir müssen nur eine Markierung machen. Das ist natürlich super entspannend dann.
Irgendwie leveln wir gerade nicht beim Gassi gehen. Das kann sein, dass wir jetzt was anderes machen müssen erstmal. Nein, geh da hin, geh da hin. Ah. So. Ja, also ich glaube, oh, 300 Meter laufen, das ist ja richtig weit für den Kleinen. Das sind Grasfelder auf der Brücke. Oh nein, da wächst Gras auf der Brücke. Ja, es ist super süß gemacht. Das ist halt jetzt gerade. Ich darf noch Katze machen. Ja, ich würde gerne eine Katze machen, Ronja. Aber ich glaube, dafür muss ich gerade erstmal auf den Haustierplatz gehen. Und deswegen versuche ich es gerade erstmal dahin zu kommen, schnell. Aber aktuell kriegen wir hier keine Erfahrung, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Nee, glaubst du, sagen, möchte ich auf jeden Fall weitermachen noch. So, wir gehen mal nach Hause. Wir gucken mal, ob wir noch durch irgendwas anderes Erfahrungspunkte bekommen. Vielleicht sollten wir ein bisschen Frisbee werfen. Oh, Ina ist richtig dreckig. Ja, da freust du dich, ne? Kleiner Dreckhund. Okay, mal Futter geben. Hier kriegst du mal Rindfleisch. Ja, das muss man kaufen, ja. Es ist eine Art Nintendogs, ja. Das ist Nintendogs and Cats. Ich müsste mal googeln, wie man ein zweites Tier bekommt. Ich würde ja gerne eine Katze machen, gerade. Mal trinken. Trinken kostet wenigstens nichts. So, er hat jetzt wieder Bürsten. Also Ina ist fast 15. Wenn sie 15 ist, dann kriegen wir das nämlich auch endlich hin mit den anderen Tieren dann wahrscheinlich. Popobürsten. Das Bürsten dauert voll lange, ey. So dreckig ist der Hund nie im Leben gewesen. Wir müssen sie mal baden, nicht nur bürsten. Wieso wird sie denn nicht sauberer? Jetzt. Ist anstrengend zu putzen, kleiner Hund. Ja. Leg dich nur hin, der Bus bürstet dich besser. Sehr gut. Okay. Gibt's neues Tierfutter? Ich kann Hundefutter und Katzenfutter kaufen. Oh, wir kaufen ihr Hundefutter aus zartem Fisch. Und Hühnchen, Kuh in der Dose. So. Müssen wir vielleicht Frisbee werfen, um noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln? Ich will erst 15 werden. Ina, warum wirst du nicht 15?
Hani und Nani, ja, da müsste ich aber noch einen anderen Hund erstellen. Und gerade irgendwie raff ich nicht, wann ich einen neuen Hund erstellen kann. Kriegen wir dafür Erfahrungspunkte? Hm, Moment, wartet mal. Ich hoffe mal gerade, ich google mal kurz danach. Wartet mal kurz. Ah, du kannst eine Katze erst freischalten, steht hier. Wartet mal. Ah, du kannst erst Level 15 sein. Okay, wir müssen Level 15 sein. Level 15, da können wir uns eine Katze holen. Ich dachte es mir fast. So. Okay. Okay, die sagen, man soll hauptsächlich draußen rumlaufen mit dem Hund. Okay. Dann machen wir das. Okay, also ab Level 15 können wir eine Katze uns holen. Das heißt, wir haben es fast. Aber irgendwie, also Ina wird besser, aber Ina bekriegt hier kein Freundeslevel dazu. Hm. Müssen wir nochmal gucken, dass wir nochmal außen laufen. Findest du, dass die Augen gruselig aussehen vom Hund? Gar nicht. Tapete! Oh, neue Tapete. Oh mein Gott. Ich finde dieses einfache Haus total cool. Das hier. Das ist halt super teuer. Die sind alle voll teuer. $25,000. Boah. Gucken wir uns mal das an. Das ist voll schön. So. Neuer Stempel. Okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Freundeslevel erhöhen. Das heißt, wir müssen nochmal Gassi gehen mit dem Hund. Damit wir hier rein können. Hoffentlich erhöht sich jetzt ihr Level. Ja, Simi, es ist echt heiß, aber ich finde das Spiel auch mega süß. Halt. Ina, wir müssen nochmal rausgehen. Hey, Fafn, der Freddy Artist. Wie viel Geld hatte ich? Ich glaube, ich hatte 30.000 gehabt. Das Geld habe ich leider verdeckt durch mein Gesicht. Okay, jetzt bitte, bitte erhöhe das Level. Hm. Irgendwie mag Ina das Level nicht erhöhen gerade. Warum denn nicht, Ina?
Aber sie erhöht irgendwie gar nichts mehr von den Stats her. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind gerade eben kurz Herzchen aufgeploppt, oder? So, nochmal pinkeln. Hi Miriam. Ich bin da noch am überlegen, wie wir das Level halt erhöhen, damit wir dann endlich zu den Hauen. Ich glaube, da war gerade kurz wieder so ein Symbol. I played Star Stable for almost 4 years now, so this game can't compete with Star Stable. Okay, aber ich weiß auch nicht, warum wir momentan unser Level überhaupt nicht erhöhen können. Weil irgendwie ploppen keine Herzchen auf beim Laufen. Beim letzten Mal kamen da die ganze Zeit Herzchen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Aber Credits kriegen wir hier echt wie blöd. Was wie viel Verhalten? No. Warum kriegen wir keine Erfahrungspunkte mehr? Versteh's nicht. Ina, bist du kaputt? Ich kann nicht den Joy-Con bewegen. Ina! Hä? Warum? Ah. Es kann sein, Conny, dass eine Cooldown geht. Das fände ich jetzt blöd. Ich guck mal gerade, ob es eine Cooldown oder sowas gibt. Hier übrigens, hier sind die Hunde. Chihuahua, Shiba, französische Bulldogge, Labrador, Retriever, Schäferhund oder ein Pudel. Und die Katzen gibt es, eine Japanerkatze, eine amerikanische Kurzhaar und eine schottische irgendwas. Also für alle, die das interessiert, kann ich auch nochmal kurz... Oh. Hier. Seht ihr mal die anderen Tiere noch so? Jetzt mal, das ist ein bisschen zu schnell. Aber im Endeffekt erzählen die halt nur so grob, was es für eine Auswahl gibt. Ja, seht ihr hier? Kraulen, mit Katzen spielen, Gassi gehen, Frisbee werfen. Da sind viel mehr Hunde. Ich glaube, ihr müsst echt 15 werden.
Oh mein Gott. Okay. Also es kann sein, dass es eine Cooldown gibt auf dem Freundeslevel von Ina. Wir können ja beim nächsten Mal auch nochmal reinschauen. Dass wir dann sagen, okay, wir lassen Ina jetzt ein bisschen rumtollen, dann können wir ihr später das Ganze nochmal. Das Spiel ist ganz neu. Da hinten ist das andere Körbchen-Dingens. Ina ist ein Shiba Inu. Das ist so meine Favorite-Rasse als Hund. Ja. Die ist so süß. Toilette reinigen. Die Toilette ist sauber. Ja, ich denke mal, ab 15 geht das ab. Vielleicht können wir auch mit dem Spielzeugwerfen noch das Freundeslevel erhöhen. Mal gucken. Hey, Nova. Nee, es ist ein Shiba. Also, ich glaube, das hat irgendwie so eine Art Cooldown, weil wir kriegen ja gerade für gar nichts Freundeslevel. Aber wenn man das mal guckt. Ich finde diesen Knochen so gut. Ihr seht, dass sie. Moment. Ich mache mich mal ganz kurz weg. Ob ich da irgendwas sehe, dass ich irgendwas verdecke. Also wir kriegen dafür nur Münzen gerade. Oh je, Nova. Also anscheinend erhöhen wir unser Freundeslevel gerade nicht mehr. Vielleicht muss man da wirklich einen Cooldown in Kauf nehmen. Ja. Das kann gut sein. Na gut, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze so gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Dann gönne ich der kleinen Ina mal eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich finde Shiba Inu auch mit am Abstand am süßesten. Und dann... Ich hab sie eben komplett gepflegt. Aber... Irgendwie mochte sie dann nicht mehr. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns. Ich denke mal, mache ich noch nachher ein Video. Ich muss mal schauen, ich wollte auf jeden Fall heute Abend noch einen Stream machen, je nachdem, ob die Server wieder da sind oder nicht. Und von daher, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.